Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 11, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung zu dem Antrag der Fraktion der FDP betreffend Heckwarnanlagen retten Menschenleben, neue Ausnahmegenehmigung schnellstmöglich erteilen. Berichterstatter Abg. Reif, Drucksache 19/4416. Bisschen mehr Ruhe, bitte. Zu 19/4361 wird aufgerufen, zusammen mit Top 12 Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung zu dem Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend wirksamer Schutz von Feuerwehrleuten, Berichterstatter Abg. Reif, Drucksache 19/4425 zu 19/4376. Herr Kollege Reif ist anwesend. Wir können auch auf die Berichterstattung verzichten. Dann machen wir das so. Dann rufe ich als ersten Redner Herrn Kollegen Greilich auf von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollegen, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nachdem wir jetzt über ein Thema gesprochen haben, das für das Land Hessen finanziell bedeutend ist und für die politische Schicht in diesem Land sicherlich auch ansonsten sehr spannend, kommen wir jetzt einmal zu einem Thema, das vor allem für die Bürger in unserem Land, insbesondere für diejenigen, bei denen wir uns zu Recht hier so oft herzlich für ihre ehrenamtliche Arbeit bedanken, nämlich Feuerwehrleute, Rettungskräfte, die unter Einsatz ihres Lebens immer wieder für uns tätig sind. Um die geht es jetzt. Es geht um die Frage, wie gehen wir mit dem Thema Heckwarnsysteme bei hessischen Feuerwehren um. Das sind sowohl die festmontierten Systeme wie auch die Verkehrssicherungsanhänger. Und hier mussten wir in der Tat die Beschlussempfehlung des Ausschusses noch einmal hier ins Parlament bringen, weil deutlich geworden ist, dass das, was im Ausschuss beraten wurde, nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Ich will Ihnen kurz die Ausgangslage schildern. Das Hessische Verkehrsministerium, Herr Minister Al-Wazir, hat am 2. November 2016 die seit März 2009 vom damaligen Wirtschaftsminister Posch erteilten Ausnahmegenehmigungen für Heckwarnsysteme an Einsatzfahrzeugen mit verkehrsleitenden Funktionen, also Blinkpfeilen, der Feuerwehr widerrufen. Zugleich wurde bereits bestehenden bzw. in Auslieferung befindlichen Heckwarnsystemen ein Bestandsschutz gewährt. Das heißt, angebrachte Systeme müssen hiernach zumindest nicht zurückgebaut werden. Auf eine Resolution des Hessischen Feuerwehrverbandes hin am 21. November 2016 trat dann der Innenminister mit dem Wirtschaftsminister in Kontakt mit der Bitte, eine schnelle und pragmatische Lösung zu finden. Es hat ein bisschen gedauert. Ich will Sie jetzt nicht langweilen mit der relativ komplizierten Rechtslage. Wenn es darauf ankommt, kann ich das auch noch einmal notfalls ausführlich erläutern. Es ist ein bisschen schwer, hier durchzudringen. Den Eindruck habe ich auch, Frau Präsidentin. Aber lassen wir das, lassen wir die Rechtslage weg. Die Rechtsfolgen sind das Entscheidende, was die Feuerwehrleute draußen betrifft. Die Neuregelung des § 52 Absatz 11 StVZO mit der tatsächlichen Nutzung und den Möglichkeiten verschiedener auch verkehrsleitender Anzeigen hin bleibt hinter dem Bescheid der Ausnahmeregelung, die Herr Minister Posch seinerzeit erlassen hat, zurück. Danach sind diese Systeme nämlich jetzt grundsätzlich nicht mehr zulässig. Und für bestehende Anlagen bestand nach den Rücknahmebescheiden vom November 2016 Bestandsschutz. Sie mussten also nicht außer Betrieb genommen werden. Sie dürfen allerdings nur noch ohne die verkehrsleitende Funktion, also ohne den Richtungspfeil, eingesetzt werden. Das ist das Problem. Ich würde so einen Begriff jetzt nicht verwenden, aber es ist jedenfalls nicht sonderlich sinnhaft aus Sicht insbesondere auch der Feuerwehrleute. Es gibt eine Lösungsmöglichkeit. In Betracht käme, dass der Verkehrsminister nach § 70 Absatz 1 Nummer 2 StVZO eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Und wenn er in dieser Ausnahmegenehmigung wieder die Nebenbestimmungen der Ausnahmegenehmigung, der alten Ausnahmegenehmigung, ich will es verkürzen, einfügen würde, dann könnten auch neu beschaffte Feuerwehrfahrzeuge wie bisher im bisherigen Umfang benutzt werden. Parallel dazu müsste man natürlich auf eine Änderung des § 52 Absatz 11 StVZO auf Bundesebene hinwirken. Das hat angeblich der Innenminister, oder das hat der Innenminister in Aussicht gestellt. Ich gehe davon aus, dass das auch entsprechend angeschoben wird. Das Problem ist,
dass die Ausnahme von der Landesregierung so abgelehnt worden ist, mit Verweis darauf, dass die StVZO bewusst und zielgerichtet seitens der Bundesebene so geändert wurde, dass keine verkehrsleitenden Signale mehr verwendet werden dürfen. Meine Damen und Herren, im Innenausschuss wurde uns dann erklärt, das Thema sei gelöst durch die Entscheidung der Landesregierung im Januar 2017. Da hat sich die Landesregierung gegen neue Ausnahmegenehmigungen von der StVZO entschieden, um die strittige Frage nicht entscheiden zu müssen im Hinblick auf die schwierigen Zuständigkeitsfragen. Stattdessen hat die Landesregierung einen neuen Erlass auf der Grundlage des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes herausgegeben, der allerdings nur einen Bestandsschutz für bereits bestehende, bestellte Anlagen und deren Betrieb vorsieht. Das heißt, nach Informationen, die wir auch von Feuerwehren bekommen haben, bereits georderte, aber noch nicht gelieferte Fahrzeuge fallen dort nicht drunter, und erst recht nicht solche, die in zwei, drei Jahren ersetzt werden müssen. Insofern ist diese Lösung keine zukunftsträchtige Lösung, Herr Minister. Die Landesregierung, und das will ich abschließend sagen, hat eine sinnvolle Lösung schlicht und ergreifend verschlafen. Es ist drei Jahre überhaupt nichts passiert, und dann wurden, ohne eine praktikable Lösung in der Tasche zu haben, mit dem Widerruf der Ausnahmegenehmigung Fakten geschaffen. Meine Damen und Herren, ich wiederhole, was ich eingangs gesagt habe, jetzt als letzten Satz. Es geht um Leib, Leben und Unversehrtheit freiwilliger Rettungskräfte. Also handeln Sie einmal mutig, gehen Sie voran, auch gegenüber dem Bund. Zeigen Sie halt einmal Mut, nicht nur gegenüber der Opposition, sondern auch gegenüber Königsdrohnen. Danke, Herr Kollege Greilich. Als nächster Redner spricht nun Kollege Irmer von der Fraktion der CDU. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, ich darf wahrscheinlich im Namen aller sagen, wenn ich zum Ausdruck bringen möchte, dass wir den über 70.000 Feuerwehrkameradinnen und Kameraden im Lande Hessen an dieser Stelle einfach einmal ein herzliches Dankeschön abstatten wollen für all das, was Sie Tag für Tag, Nacht für Nacht immer machen. Unter Einsatz Ihrer Freizeit. Und deshalb möchte ich auch zu Recht darauf aufmerksam machen, dass es völlig richtig ist, dass wir beispielsweise Gesundheit bei dem Schutzparagrafen 112 ausdrücklich die Feuerwehrkameraden mit aufgenommen haben. Meine Damen und Herren, wir stehen als Union, wir stehen als Koalition, auch diese Landesregierung, hinter unserer Feuerwehr und all ihrer Arbeit, die sie macht. Nicht nur verbal in Sonntagsreden, sondern durch ganz konkretes praktisches Handeln. Ich will nur einige wenige Stichworte deutlich machen, um zu zeigen, was wir machen. Bewusst. Seit 2009 beispielsweise gibt es jedes Jahr unabhängig von der Höhe der Feuerwehrschutzsteuer 30 Millionen €, die zuverlässig zur Verfügung stehen. In den letzten 10 Jahren rund 100 Millionen € investiert in 975 Fahrzeuge und 270 bauliche Maßnahmen. Wir haben 2014 die Feuerwehrstiftung zur Förderung des Ehrenamts ins Leben gerufen, Jubiläumszuwendungen für langjährige Aktive eingeführt. Die Jugendfeuerwehr erhält jedes Jahr 100.000 € Sonderzuwendung, 360.000 € im Jahre 2014 anlässlich des Jubiläums. Monatliche Auszeichnung feuerwehrfreundlicher Betrieb, Sonderregelungen zur Unterstützung der Feuerwehr beim Thema Feuerwehrführerschein. Anschaffung einer mobilen Brandschutzsimulationsanlage, Erhöhung der Altersgrenze von 60 bis 62 auf freiwilliger Basis, Verlängerung der Einsatzmöglichkeit der Ehren- und Altersabteilung bis 70 auf freiwilliger Basis, Nachwuchsförderung, Bambini-Gruppen ermöglicht, Brandschutzerziehung, Kindergarten, Grundschule, freiwilliges soziales Jahr bei der Feuerwehr und Kooperationsvertrag Schule, Feuerwehr, Kultusministerium. Das soll einfach einmal reichen, um deutlich zu machen, was wir für diese Feuerwehr in Hessen in den letzten Jahren gemacht haben. Das lassen Sie eine Zwischenfrage zu von Kollegen Greilich. Bei 5 Minuten nicht. Und nun, meine Damen und Herren, haben wir ein kurzes neues Problem. Im November letzten Jahres hat der Landesfeuerwehrverband völlig zu Recht Alarm geschlagen wegen der Geschichte, die der Kollege Greilich völlig zu Recht angesprochen hat. Heckwarnanlagen mit verkehrslenkenden Maßnahmen nicht mehr möglich. Deshalb hat zu Recht der Landesfeuerwehrverband eine entsprechende Warnmeldung herausgegeben. Das geht nicht, und das können wir nachvollziehen. 2009, Sie haben darauf hingewiesen, Kollege Greilich, hat der damalige Verkehrsminister Posch
eine entsprechende Ausnahmeregelung ermöglicht, zu Recht. Der Bund hat 2013 erklärt, wir brauchen eine Vereinheitlichung. Heckwarnsysteme ja, verkehrslenkende Maßnahmen nein. Diese Ausnahmeregelung ist durch das Wirtschaftsministerium im November dieses letzten Jahres widerrufen worden, deshalb auch der Einsatz des Feuerwehrverbandes Hessen. Es gab eine erste Klarstellung des Ministeriums am 23.11.16. Rückbau der Heckwarnanlagen nicht nötig. Damit ist das Gesamtproblem allerdings noch nicht gelöst. Ich bin selbst dann vom Kreisfeuerwehrverband Wetzlar in diesen Tagen angeschrieben worden, habe sofort den Innenminister angeschrieben, darauf aufmerksam gemacht. Der Innenminister hat innerhalb eines Tages erklärt, das Problem ist bekannt, lösen wir, stimme das mit Wirtschaftsministerium ab, denn wir wollen genau diese Lösung, die wir in der Vergangenheit hatten. Dann gab es einen Antrag der FDP am 3. Januar, einen von CDU und GRÜNEN am 11. Januar, alle mit dem Ziel, Heckwarnanlagen mit Verkehrslenkungsmaßnahmen weiter zu ermöglichen, einerseits um möglicherweise nachfolgende Unfälle nach einem ersten Schadensereignis zu vermeiden, zweitens um damit eventuell weitere Menschenleben retten zu können und natürlich auch um den Schutz unserer Feuerwehrkameraden im Einsatz zu erhöhen. Völlig unstreitig in der Sache. Am 30.01. gab es dann einen gemeinsamen Erlass des Innenministers und des Wirtschaftsministers. Und daraufhin hat der Landesfeuerwehrverband durch seinen Präsidenten Dr. Ackermann erklärt, er sei froh, dass schnell eine praktikable Lösung gefunden wurde. Ich bin genauso froh, denn es geht darum, dass wir unseren Feuerwehrkameradinnen und Kameraden in schwieriger Lage helfen. Das wollen wir, und das haben wir damit erreicht. Herzlichen Dank. Danke, Herr Kollege Irmer. Als nächster Redner spricht nun Kollege Franz von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Nicht der bewaffnete Arm der SPD, obwohl die Autos rot sind. Sehr geehrte Frau Präsidentin, zunächst möchte ich noch einmal auf Herrn Irmer kurz eingehen. Sie sind ja nun Lehrer. Also ich würde sagen, die Aufgabe wurde im Thema verfehlt. Erst zum Schluss kamen Sie schon mit dem Thema. Aber eines haben Sie sicherlich auch richtig gesagt, da kann ich mich auch voll anschließen. Denn Dank und die Anerkennung für alle Aktiven in den hessischen Feuerwehren und alle, die dieses System letztendlich aufrechterhalten. Jetzt kommen wir mal zum Kern der Sache. Also alle staatlichen Maßnahmen für die hessischen Feuerwehren und Rettungskräfte, ob durch Gesetze, Verordnungen oder Erlasse, müssen sich einem wichtigen Kriterium stellen und dies auch erfüllen. Dient diese Regelung der zusätzlichen Sicherheit derer, die anderen helfen und allein dadurch schon höhere Gefahren ausgesetzt sind, oder werden dadurch sogar die Einsatzkräfte zusätzlich gefährdet? Diese Frage muss man beantworten. Vor diesem Hintergrund ist auch die Debatte um den technischen Begriff der Heckwarnanlagen mit verkehrslenkenden Funktionen zu bewerten. Wie schon erwähnt, wurde die bisherige hessische Ausnahmeregelung zur vollumfänglichen Nutzung, also auch mit den verkehrslenkenden Funktionen aus dem Jahre 2009, die rechtliche Grundlage entzogen. Grund dafür war die Änderung der Straßenverkehrszulassungsordnung durch den Bund im Jahre 2013. Die zwar die technischen Details der Heckwarnanlagen harmonisierte, jedoch die Nutzung der verkehrslenkenden Funktionen untersagte. Aber auch gerade diese Zusatzfunktionen erhöhen nicht nur die Sicherheit der Einsatzkräfte, sondern geben auch den Autofahrern wichtige Hinweise, wie die Verkehrsführung erfolgt, wenn ein Unfall eingetreten ist. Dies kann ich als Vielfahrer auf den Autobahnen nachdrücklich unterstreichen, welche positiven Auswirkungen das auch hat. Wenn dem aber so ist, hätte man spätestens, ich habe ja eben formuliert, 2013 war die Änderung, seit 2014 durch das Wirtschafts- und Verkehrsministerium und das Innenministerium Vorschläge erarbeiten müssen, um eine rechtssichere Regelung zu schaffen, die eine verkehrslenkende Nutzung erlaubt. Stattdessen haben die Zuständigkeitsjuristen, wir sind eigentlich lieber die Lösungsjuristen des Wirtschaftsministeriums, den freundlichen Hinweis gegeben, dass die verkehrslenkenden Funktionen nicht mehr erlaubt sind, aber freundlicherweise der Rückbau nicht gefordert wird. Das hat natürlich bei den Feuerwehren helle Freude ausgelöst. Das kann man sich sicherlich vorstellen.
Und genau das ist das Problem. Mangelndes Verständnis und fehlende Akzeptanz für die Anliegen der Feuerwehren im Wirtschafts- und Verkehrsministerium. Dies wurde schon bei den Themen Rettungsgasse und Blaulicht für Führungskräfte mehr als deutlich. Ich kann nur im Interesse der Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen in den Feuerwehren eine helfende und unterstützende Grundeinstellung dieses Ministeriums anmahnen. Denn erst durch den Antrag der FDP-Fraktion wurde öffentlicher Druck aufgebaut, der jetzt zu dem Erlass auf Grundlage des HBKG § 6 Absatz 1 geführt hat. Ich hoffe sehr, dass die Bedenken, die der Kollege Greilich eben formuliert hat, für welche Gültigkeit, dass das vielleicht noch ausgeräumt werden kann. Aber ich kann prinzipiell feststellen, nach dem Motto, geht doch, warum nicht gleich so? Heckwarnanlagen mit verkehrslenkenden Funktionen erhöhen die Sicherheit der Einsatzkräfte. Diese retten Leben, und wir sollten alles tun, damit wir das Ihrige auch schützen. Wir freuen uns deshalb darüber, dass es jetzt wieder im vollen Umfang möglich ist, diese technische Einrichtung zu nutzen. Die Kritik an den zeitlichen Abläufen halten wir jedoch aufrecht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Franz. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Müller von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich muss mich ja schon wundern, dass so wenig Freude hier herrscht, dass ein Problem, das bestand, schnell gelöst wurde. Und dass es schnell gelöst wurde, werde ich Ihnen auch gleich herleiten. Wir haben ja die beiden Anträge bereits im Ausschuss umfassend diskutiert und erörtert. Und wir haben auch im Ausschuss schon festgestellt, dass die Welt nicht so einfach ist, wie die FDP sie sich macht. Doch leider kann der hessische Wirtschaftsminister nicht so handeln, wie es ihm gefällt, sondern muss sich mit den Gegebenheiten, die da sind, auseinandersetzen. Und der Bund hat 2013 nun einmal die Ausgestaltung der Heckwarnsysteme vereinheitlicht und dabei die verkehrslenkenden Maßnahmen ausgenommen. Und damit war die Grundlage der Ausnahmegenehmigung von 2009 entzogen. Dann wurde klargestellt, auch im Ausschuss und in unserem Antrag, dass aber die Fahrzeuge Bestandsschutz haben. Das war das Erste. Dann wurde eine pragmatische Lösung gefordert zum Schutz der Feuerwehren und auch der Verkehrsteilnehmer. Und genau das können wir feststellen, dass das ziemlich schnell gemacht wurde. Wir hatten ich glaube, am 12. Januar war es Ausschuss. Danach musste der Antrag vom Plenum beschieden werden oder würde heute erst. Aber inzwischen hat der Verkehrsminister und der Innenminister gehandelt und gemeinsam erklärt Ende Januar, dass der Einsatz von Blinkpfeilen zur Sicherung des Unfallortes wieder möglich ist. Ich finde, das ist ein gutes und schnelles Umsetzen von parlamentarischer Arbeit. Da könnten sich die Abgeordneten noch einmal freuen. Und Sie haben ja hier einheitlich verkündet, dass Ihnen das alles viel zu lange gedauert hat. Aber auch das hatte Ihnen der Minister im Ausschuss schon erklärt, dass er nämlich bis Dezember letzten Jahres versucht hat, auf den Bund einzuwirken, einen einheitlichen Rechtsrahmen zu schaffen, was leider nicht gelungen ist. Und deswegen musste das Land die Sache selbst in die Hand nehmen. Auch das wurde bereits erwähnt, dass die Feuerwehren mit der Erlasslage jetzt zufrieden sind, die in enger Abstimmung ja auch mit dem Landesfeuerwehrverband umgesetzt worden sind, und sie freuen sich über die praktikable Lösung. Der Erlass regelt jetzt konkret im Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz, § 6 Absatz 1 HBKG, falls Sie es noch einmal nachlesen wollen, Herr Greilich. Danach sind Feuerwehren angehalten, Gefahren abzuwenden, die beispielsweise durch Unfälle oder Brände entstehen. Die Regelung umfasst dabei auch Sicherungsmaßnahmen zum Schutz Dritter vor und bei Unfällen im Straßenverkehr. Also genau das, was Sie wollten, wird geregelt. Wir halten fest, die Landesregierung hat so schnell wie möglich gehandelt und eine pragmatische Lösung zum Schutz der Verkehrsteilnehmerinnen, aber auch der Feuerwehren geschaffen. Und damit freue ich mich, dass alles zu aller Zufriedenheit gelöst ist. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Als nächste Rednerin spricht Frau Kollegin Wissler von der Fraktion DIE LINKE. Bitte, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, wir reden ja über viele Probleme hier im Landtag, heute mal ausnahmsweise über ein gelöstes. Hintergrund des Verbots der Verkehrslärm durch die Feuerwehr war ja, dass die Feuerwehr zunehmend Aufgaben der Polizei übernahm, auch wegen Überlastung. Verkehrslenkung ist natürlich eine polizeiliche Aufgabe und muss es bleiben. Ich denke, Feuerwehr darf da auch kein Ersatz für die Aufgaben der Polizei sein. Aber, und das ist vollkommen richtig, und da sind wir uns einig, Feuerwehr muss natürlich zur Eigensicherung und Sicherung einer Unfallstelle auch den Verkehr lenken dürfen, falls es eben nötig ist, z.B. wenn noch keine Polizei oder gar keine Polizei da ist. Von daher glaube ich, dass die Geschichte und die Verwirrung um den Blinkpfeil am Ziel vorbeiging. Und es ist gut, dass es jetzt endlich für alle zufriedenstellend geregelt ist. Ansonsten gilt unser Dank den Feuerwehrleuten in diesem Land für ihren engagierten Einsatz. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Al-Wazir. Bitte schön, Herr Minister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir sind uns in der Sache alle einig. Wir wollen den größtmöglichen Schutz der hessischen Feuerwehren bei der Absicherung von Einsatzstellen im Straßenverkehr sicherstellen. Es ist so, bei schweren Verkehrsunfällen sind Feuerwehren die ersten Einsatzkräfte, die am Unfallort eintreffen, sehr häufig. Deswegen brauchen sie auch Möglichkeiten, um die Unfallstelle bestmöglich abzusichern. Ich will an dieser Stelle sagen, ich wundere mich manchmal ein wenig darüber, wie man über ein gelöstes Problem sich so aufregen kann. Es ist wirklich sehr verwunderlich, weil, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Greilich, die Presseinformation, die wir herausgegeben haben am 30. Januar, hat folgende Überschrift. Normalerweise sollte man ja im Landtag keine Presseerklärung vorlesen, aber es scheint nötig zu sein. Also eine gemeinsame Presseerklärung von Hessischem Verkehrsministerium, von Hessischem Innenministerium und von Landesfeuerwehrverband Hessen. Überschrift: Einsatz von Blinkpfeilen zur Sicherung des Unfallorts ab sofort wieder möglich. Und dann steht dort: Dazu haben Verkehrs- und Innenministerium heute einen neuen Erlass herausgegeben. Wir ermöglichen damit den Feuerwehren den Einsatz von Blink- und Leuchtpfeilen und fahrbaren Absperrtafeln, sagten Verkehrsminister Al-Wazir und Innenminister Beuth am Montag in Wiesbaden. Das hilft den Feuerwehrleuten, sich selbst am Unfallort zu schützen, und es verringert die Gefahr von Folge- und Auffahrunfällen. Der neue Erlass ist in enger Abstimmung mit dem Landesfeuerwehrverband Hessen entstanden. Zitat: Für unsere Einsatzkräfte bleibt die Arbeit damit sicher, insbesondere dann, wenn wir Einsatzstellen im laufenden Verkehr absichern müssen. Ich bin froh, dass wir hier sehr schnell eine so praktikable Lösung gefunden haben, sagte Dr. H.C. Ralf Ackermann, Präsident des Landesfeuerwehrverbands Hessen. Deswegen frage ich Sie, wo ist eigentlich Ihr Problem? Und dementsprechend will ich an dieser Stelle auch noch einmal sagen, also, ich habe ja viele Presseerklärungen gelesen. Ich habe auch den Brief gelesen, Herr Greilich, den Sie an den Ministerpräsidenten geschrieben haben. Ich verkürze den jetzt einmal ein bisschen, aber da stand drin, er solle mir einmal die Ohren langziehen, mehr oder weniger. Wissen Sie, was das Problem ist? Als der Erlass des Bundesverkehrsministeriums kam, wissen Sie, wer da regiert hat? Die FDP im Bund. Und die haben sogar damals beim Bundesverkehrsminister Ramsauer einen Staatssekretär gestellt. Und deswegen will ich an dieser Stelle einfach einmal sagen, wenn man sich hier so hinstellt und solche Vorwürfe erhebt, dann sollte man wirklich einmal überlegen, ob man dann nicht eigentlich sich selbst kritisiert, Herr Kollege Greilich. Sie sind ja Jurist, die Minister sind an Recht und Gesetz gebunden. Glücklicherweise sind die Minister an Recht und Gesetz gebunden. Glücklicherweise sind Ministerien an Recht und Gesetz gebunden. Und natürlich ist es so, dass wenn der Bund ausdrücklich die Rechtsgrundlage
an dieser Stelle explizit verändert, dass man dann zumindest auf dieser Rechtsgrundlage keine weitere Ausnahmegenehmigung erteilen kann. Deswegen haben sich Innenministerium und Verkehrsministerium zusammengesetzt und haben diskutiert, haben eine neue Lösung gefunden. Deswegen will ich Ihnen aus dem Erlass zitieren. Die neue Rechtsgrundlage ist das Brand- und Katastrophenschutzgesetz, weil die Feuerwehren im Rahmen der geltenden Gesetze, ich zitiere aus dem Erlass, die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen Maßnahmen zu treffen haben, um vor der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tieren, die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder andere Notlagen, insbesondere durch schadenbringende Naturereignisse, drohenden Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen abzuwenden. Abwehrender Brandschutz, allgemeine Hilfe. Deswegen haben wir auf dieser Rechtsgrundlage den Feuerwehren erlaubt, an dieser Stelle die Gefahr abzuwenden und dementsprechend vor Unfallstellen zu warnen und an dieser Stelle ihrem Auftrag nachzukommen. Wo ist Ihr Problem? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Jetzt hat sich noch einmal Kollege Greilich von der FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Hessen lebt Respekt. Das war die Ankündigung des Ministerpräsidenten. Nach dem Beitrag des Kollegen Al-Wazir frage ich mich, wann wird er das auch einmal in seiner eigenen Landesregierung durchsetzen. Denn das war in der Tat wieder ein Beitrag, der deutlich machte, Oppositionsbeschimpfung und so weiter, das ist der Stil dieser Regierung. Frau Kollegin Müller, Sie schätze ich ja nur wirklich sehr wegen Ihrer sachlichen Art und Weise. Sie haben ja auch zutreffend darauf hingewiesen, der Minister habe ein Problem gelöst, das es ohne ihn gar nicht gegeben hätte. Aber das Problem, das wir in der Tat haben, Herr Minister, und das mögen Sie da bitte auch zur Kenntnis nehmen, Sie haben eben das Problem nicht abschließend gelöst. Sie haben einen Teilaspekt gelöst. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, in Ihrem neuen Erlass auf der Grundlage des § 6 Absatz 1 des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes, ich bin durchaus in der Lage, so etwas zu lesen, haben Sie eingeräumt einen Bestandsschutz für bereits bestehende und bestellte Anlagen und deren Betrieb. Für bestellte und bestehende Anlagen und deren Betrieb. Aber das ist eben nicht alles. Es geht um die Frage, wie wird das dauerhaft gesichert? Wie wird das dauerhaft gesichert, sodass es nicht abschmilzt? Und da, Sie haben schon zitiert, eine Pressemeldung. Diese Pressemeldung hat Herr Dr. Ackermann auch an die verschiedenen Feuerwehren geschickt, an die Wehrführer und so weiter. Anbei übersenden wir die heutige Presseerklärung zu unserer vielfältigen, nun erfolgreichen Aktion zur Verkehrssicherung unserer Einsatzkräfte sowie des Verkehrs. Meine Damen und Herren, das ist wichtig, das ist richtig aus Sicht des Landesfeuerwehrverbandes. In der Tat ist das akute Problem, das jetzt direkt bei vorhandenen Anlagen der Einsatz nicht mehr möglich war, gelöst. Aber es ist nicht zukunftsfähig gelöst. Das ist der Punkt, um den es geht. Und entsprechend gab es sofort eine Antwort von einer Feuerwehr, die von vornherein auch das Thema thematisiert hatte, auf den Tisch gebracht hatte, nämlich die Feuerwehr in Seligenstadt. Ich darf nur kurz daraus zitieren, weil man es besser eigentlich nicht auf den Punkt bringen kann. Diese Feuerwehr, der dortige Wehrführer, es sehr genau beschrieben hat. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass die nun im Erlass genehmigten Absicherungssysteme nicht denen entsprechen, welche in Seligenstadt seit mehr als 16 Jahren mit großem Erfolg zur Absicherung unsere Einsatzstellen eingesetzt werden. Unsere Anlagen fallen im neuen Erlass nur noch unter einen Bestandsschutz, der für die Restlaufzeit bis zu einer Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge gilt. Das heißt dann weiter, für Seligenstadt bedeutet diese Regelung aktuell, dass die erste Anlage auf dem Fahrzeug in Seligenstadt bereits im ersten Quartal 2017 außer Dienst genommen werden muss, da danach das momentan in der Ersatzbeschaffung befindliche Fahrzeug in Dienst geht.
Ursprünglich sollte die bestehende Anlage auf das neue Fahrzeug übernommen werden. Dies ist nun aufgrund des neuen Erlasses nicht mehr möglich. Das ist der Punkt, um den es geht. Ich weiß nicht, ob Kollege Lorz da ist. Den würde das sicherlich interessieren. Vielleicht kann er dann ja innerhalb der Union und der Koalition noch einmal darauf hinarbeiten. Denn es heißt dort sehr zutreffend weiter, diese Regelung betrifft auch das Fahrzeug im Stadtteil Froschhausen, wenn dieses in ca. 4 Jahren zur Ersatzbeschaffung ansteht. Somit gewährt der neue Erlass für das bestehende Sicherungskonzept der Feuerwehren der Stadt keine dauerhafte Lösung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, darum geht es. Es geht um eine zukunftsfähige, um eine dauerhafte Lösung. Und da hat der Minister eben das Problem, das er selbst geschaffen hat, nicht gelöst. Danke, Herr Kollege Greilich. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit kommen wir zur Abstimmung. Ich lasse zuerst über die Beschlussempfehlung und Bericht Drucksache 19/44/16 zu 19/43 einen, Herr Minister, bitte nicht, wir sind in der Abstimmung. 19/43/61 abstimmen. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Die Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? FDP, SPD, Die Linke. Wer enthält sich? Frau Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Dann lasse ich abstimmen über die Beschlussempfehlung 19/44/25 zu 19/43/76. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? FDP, SPD. Sie haben zugestimmt. Dann hat Frau Kollegin Öztürk zugestimmt. Und wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE. So ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden.